Hallo und herzlich willkommen zurück zu Let's Play Ni No Kuni. So, jetzt fangen wir an, die ganzen Quests hier anzunehmen. Hey, du mit dem Mann, wo zum Geier kommst du denn her? Hä? Was soll denn das für ein Dialog sein? Wo kommst du denn her? Kannst du mir keine ehrliche Antwort geben, wa? Ich hab's, du bist ein Spion. Ja, auf jeden Fall. Ich erkenne einen Spion, wenn ich einen sehe. Was ist denn das für ein Kackspast? Hä? Ja, komm. Ach so, wieder diese Herzkacke, Alter. Wie viele Leute gibt es denn davon? Mein Gott. Also innovativ ist teilweise echt anders. Ach so, das habe ich gar nicht mehr, glaube. Ja, aber es gibt ja noch genug hier, die vielleicht Glauben haben. Ich habe mir mal die letzten Videos, die Kommentare durchgelesen und muss sagen, da sind ja doch schon so einige so Flamer-Kommentare drin. Ich werde das Spiel nicht beenden und bla bla, schau doch mal auf die Karte und hast du nicht gesehen. Leute, wenn ihr das besser könnt, macht ein eigenes LP und guckt bei mir nicht mehr zu. Das geht mir langsam echt auf den Kranz, muss ich sagen. Deswegen werde ich, glaube ich, auch in die Kommentare nicht mehr reingucken. Das könnt ihr jetzt halten, wie ihr wollt. Ich war sogar teilweise am Überlegen, ob ich die Nebenquests einfach komplett weglasse, um das Spiel schneller zu beenden. Aber naja, ich bin am Verhungern, aber ich bin viel zu beschäftigt, als dass ich mich mit albernen Nebensächlichkeiten wie Essen befassen könnte. Also siehst du aus. Sind Sie sicher, dass es Ihnen gut geht? Oh, kümmere dich nicht darum, wie es mir geht. Ich bin nur ziemlich hungrig. Ich habe seit gestern nicht gegessen. Seit gestern? Aber dann müssen Sie bald etwas essen. Was? So ein Quatsch. Du kannst wochenlang ohne Essen auskommen. Nehmen wir an, ich befinde mich an einem kritischen Punkt in einem äußerst wichtigen wissenschaftlichen Projekt und du meinst, ich soll einfach aufhören, um zu essen? Das kenne ich doch irgendwoher. Mach dir um mich keine Sorgen. Ich werde meinen Appetit einstweilen zügeln und dann und nur dann essen, wenn meine Arbeit beendet ist. Also, lass mal Dr. Tröpfchen diesen mal untersuchen. Der Kerl hat zu viel Zurückhaltung. Ach so, ja, dann immer her damit. Ja, ja, bla, bla. Standardtext, gib her. Doch nicht Standardtext. Nein! Nicht X drücken. So. Nichts passiert. What the fuck? Ach, dann will er wahrscheinlich. Aha. Dann haben wir die Zurückhaltung schon. Doch Standardtext. Ach, da hinten bei der komischen Bude, da war ja auch noch was. Am Schwarzmarkt. Hey, der kann sich teleporten. Will er denn? Eine Katastrophe! Mir sind die Vorräte ausgegangen und dabei war ich so nah dran. Etwas nicht in Ordnung. Ich stand kurz davor, diese Arznei für meine arme kranke Schwester fertigzustellen, aber ich habe keine Zutaten mehr. Das ist wirklich schlimm. Sie machen sich bestimmt Sorgen um sie, oder? Nein, macht er nicht. Um seine Schwester macht man sich nie Sorgen. Boah, also manche Dialoge sind echt für den Arsch. Ja, allerdings. Im Moment erholt sie sich in Laguna, aber wenn ich sie heilen könnte, könnte ich sie nach Hause kommen und bei mir leben. Sie meinen, sie sitzt dort fest, bis jemand ein Heilmittel für sie herstellt? Menschen sind Kinder. Kein Wunder, dass sie so hart arbeiten. Ja, der steht den ganzen Tag rum. Was ist denn daran, bitte hart arbeiten? Um ehrlich zu sein, hätte ich da eine kleine Bitte an dich, wenn ich so frei sein dürfte. Wärst du so nett und würdest für mich eine Peppelpilz besorgen? Ein Schweinfutter, williger einem Forscher mit seiner. Okay. Oh, das ist wunderbar. Da wäre mir eine große Hilfe. Peppelpilze wachsen im Wald westlich von dieser Stadt. Ah, sehr gut. Der sagt mir wenigstens, wo der ist. Ich wollte nämlich gerade fragen, so Dinge habe ich noch nie gesehen. Glaube ich. Was gibt es denn jetzt hier im Schwarzmarkt?
Kann ich jetzt auch wieder so eine geile Rüstung kaufen? Ja, du interessierst mich nicht. Der hat sich schon wieder teleportet. Freddy! Ulthornpulver, frische, schwarze Trüffel. Freddy kann alles besorgen. Oh, schön euch alle wiederzusehen. Und in einem Stück, wenn ich mich... wenn mich meine ollen Äuglein nicht trüben. Aha. Na, Freddy wird uns nichts mehr geben. Was willst du jetzt? Ah, es geht doch nichts über ehrliche Arbeit. Außer ein ehrliches Nachmittagsschläfchen. Scheiße, wie. Und ich fühle mich ziemlich schlimm. Ja. Ja, aber oft du nichts nutziger Tage, liebe ich. Bezahle dich fürs Arbeiten. Mach schon. Oh, tut mir leid, Boss. Was ist denn in letzter Zeit in dich gefahren? Bei der Arbeit schlafen? Was soll das? Wenn dieser Unfug nicht aufhört, kannst du dich auf was gefasst machen. Jawohl, Boss. Ich spucke in die Hände und mach mich an die Arbeit. Ich versprühe. Ja, komm, was fehlt dem? Ja, ich liebe meine Arbeit. Es ist nur, wenn ich müde werde, kann ich nicht anders. Ich kann nicht anders. Ich hab's. Was unserem Dornröschen hier fehlt, ist ein bisschen gute alte Zurückhaltung. Okay. Boah. Was habe ich denn eigentlich noch in der Fiole? Zurückhaltung, Güte, Enthusiasmus. Oh, okay. Na denn. Ich glaube, das Einzige, was ich sein lassen werde, ist explizit jetzt nach diesen Dingern zu suchen, nach diesem Herzempfang, Herzschenken. Juhu, Stempelkarte. Wie kriege ich die eigentlich auf? Irgendwas fehlt mir dafür noch. Renn doch mal, Oliver. Drinnen darf man auch rennen. Toll, da geiles. Barbanenpudding. So, den hatten wir schon. Dann gehen wir mal gucken. Was es denn nicht so alles noch so hier gibt. Da ist 45 Gulden. Der guckt immer noch so geil, ja. Boah, wie bin ich ein bisschen erkältet. Ach so, die Feenforst-Quest, ja, stimmt. Was hatten wir da noch? Laguna? Echt? Mein Gott. In Hihiti. Haha, Hihiti war auch geil. Wo kommen denn plötzlich die ganzen neuen Quests her? Krass, finde heraus, warum die Fee sich Sorgen macht. Das gibt ja richtig viele Stempel. Krass. Eine Stempelkarte habe ich, ja. Was brauchen wir denn als nächstes? Etwas günstigerer Preis. Ist eigentlich ganz nice. Mehr Gegenstände wäre auch nicht schlecht. Hm. Eigentlich ist das alles cool. Schade. Ups. 13 Stempelkarten? Okay. Ich habe irgendwie gedacht, das wäre mehr.
Neue Monsterjagden. Alter Vater. Ups. Next. Ja, ja, gib mal alle her. Hatte ich nicht nur welche, Gut, dann sind wir hier auch fertig. Komm, hau rein. Ja, die Anschlagstafel, wir gehen die Typen jetzt hier mal anquatschen. Was hast du so Geiles? Die Entwicklung neuer Technologie ist keineswegs einfach, aber ist zutiefst bereichernd. Meine Güte, klingt ganz so, als würden sie ihre Arbeit wirklich lieben. Jo, was hat der Enthusiasmus? Ein richtiger, ich fürchte, ich kann zur Zeit nicht arbeiten. Was? Die arbeiten da sowieso alle nicht. Er ist der Leitende Ingenieur. Er kam vor kurzem ins Labor und erzählte uns, er habe sich entschieden, seine Forschung endgültig aufzugeben. Was kann ihn bloß dazu bewegen, so etwas zu tun? Ich habe nicht den leisen Schimmer, aber ich bin sicher, dass am Ende alles gut wird. Er war schon immer ein Visionär und so etwas ändert sich nicht von heute auf morgen. Eines Tages wird er seinen Labormantel abstauben und seine Forschung fortsetzen. Eine gute Tröpfchen, er hat aber eine ganze Menge Glauben, was sein Boss angeht. Ach so. Jo, erkannt. Olli, würdest du uns vielleicht einen kleinen Gefallen tun? Einen Gefallen sagst du, ja, können wir was von deinem Herzen haben und so weiter, bla bla. Also davon gebe, finde ich jetzt schon, und ich bin noch nicht mal annähernd so weit wie Johnny, glaube ich, zu viele Quests. Also hin und wieder mal hier so ein Herz verteilen und schenken ist ja ganz okay, aber in jeder Stadt, weiß ich nicht, 1, 2, 3, 4, 5, 6 von den Typen. Alter. Ach, Quatsch, ich wollte ja in die andere Richtung, oder? Da haben wir noch einen. Ich weiß nicht, im Palast, ob da auch eine Quest ist. Was hat er denn da? Ach so. Als mein Job war das nicht, würde alles tun, um zu helfen. Stimmt. Güte. Ja, ich weiß. Das hatten wir schon mal. Was hat er denn jetzt hier? Guck mal, er hat sich schon wieder teleportiert. Ach, flix nochmal, ich stehe am Rande der Verzweiflung. Was ist denn los? Sie sehen nicht sehr fröhlich aus. Boah, Olli ist echt wieder Captain Obvious. Ich widme jede freie Minute der Erfindung neuer Maschinen, um meinen Teil zur Beschleunigung des steten Fortschritts beizutragen. Das ist gut. Ich weiß, dem, was ein Mann allein bewirken kann, sind Grenzen gesetzt, aber ich kann meinen nutzlosen Assistenten einfach nicht trauen. Sie schaffen es nicht alles alleine. Sie brauchen andere, um ihnen einen Teil der Last abzunehmen. Schön wäre es, aber ich wäre zu gut, wenn ich meine Assistenten sich selbst überlasse, stehlen sie meine Daten und verscherbeln sie an den Höchstbietenden. Wie sich das gehört, würde ich auch so machen. Meine Güte, seine Assistenten tun mir wirklich leid, bla bla, komm. Stelle seinen Glauben wieder her. Ja. Toll. Und wieder so eine Quest. Ja, ja, jetzt vertraut er seinen Assistenten. Komm, mach hin. Wolkenweiches Eis. Hauptsache Stempel. Brauch viel mehr Stempel. Ja, jetzt wieder die grünen Punkte hier abfahren, weil die alles so tolles haben. Boah.